Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Eispiraten Krimmitschau gegen den ESV Kaufbeuren. Heute Abend im Kunstheißstadion Krimmitschau vor 1988 Zuschauern. Da entstand 2:3 der Sieg für unsere Gäste aus Kaufbeuren. Ich begrüße bei mir die Trainer der beiden Teams, Daniel Jun, Head Coach des ESVK und Jussi Torres, Head Coach der Eispiraten Krimmitschau. Wir geben zunächst das Wort an den Gästetrainer. Daniel, herzlichen Glückwunsch erstmal zu den 3 Punkten. Deine Einschätzung zu dieser Partie. Guten Abend, vielen Dank. Ja, wir sind hier heute gekommen, dass wir wollen wieder weitermachen, aber wir haben aufgehört, letzte Drittel zu Hause gegen Weißwasser, wo wir sehr aktiv waren und das ist uns gelungen im ersten Drittel, obwohl wir sind in 0-1 Rückstand gegangen mit einem Screenschuss. Denke ich, wir waren aktiver im ersten Drittel und wir hatten genügend Chancen gehabt, um nicht nur einen Tor zu schießen, aber mehr Tore zu schießen. Und leider haben wir das nicht geschafft, aber der erste Drittel war sehr positiv von meiner Seite. Auf der anderen Seite, zweite Drittel, in meinen Augen haben wir ein bisschen von diesen Offensivspielern weggenommen. Wir haben wieder einmal in Unterzahl Tor bekommen. Und die Offensivpower von unserem Team war nicht so das, was sie uns vorgestellt haben. Und dann in der Drittelpause natürlich war klar, wir haben die Jungs versucht zu motivieren und dass keiner so aufgeben. Und wir haben versucht, die Scheiben aufs Tor zu bringen und das ist uns gelungen, dass Sami die Scheibe aufs Tor gebracht hat und der Lindberg hat sich Eigentor geschossen und gleich unmittelbar gleiche Reihe wieder 3-2 geschossen. Das war gut und dann kam sehr starke Endphase von Heimmannschaft von Krimmitschau. Sie haben gedrückt, sie haben natürlich versucht, alles nach vorne zu schmeißen und haben sie noch eine Überzahl bekommen am Ende. Aber die Jungs haben das super gekillt und mit allen haben sie sich reingeschmissen in den Schüssen und Rez hat F easy gemacht und dann haben wir das Spiel gewonnen und für uns war das jetzt wirklich ein wichtiger Sieg und ich denke, alle Mannschaften brauchen jetzt am Anfang die Punkte und es geht nicht so viel um Schönheit, also okay und das haben wir heute geschafft und ich freue mich sehr für dieses Team und für die Jungs, dass sie haben sich gelohnt, auch für die letzten Spiele, wo sie haben wirklich hart gearbeitet. Dankeschön. Vielen Dank an Daniel Jun für seine Einschätzung nach dieser Begegnung. Das Wort geht damit an Jussi Torres, den Headcoach der Eispiraten, und seine Einschätzung nach dieser Begegnung. So, Jussi, your statement after this game. Yeah, congrats to Kaufbeuren. Yeah, but it's not going our way. It's really not going our way. I think we created enough scoring chances today to win the game. Our special teams were okay. Our power play is working over 25%. Our PK was 100 today, so we're okay on that. Then we give up 2 goals. One goes from Lindberg's stick and the other one goes from Saponari's stick. And then you don't earn the bounces. I don't know why the goal was allowed. I think the referee blew the game before, so that was the reason why the goal was not allowed. And after that, we were not just ready on that last push, 15 minutes, and Kaufbeuren took advantage of that. So we have to dig deep here. It's not enough what we're doing at the moment. We got 2 options here. We kind of feel sorry for ourselves, or we go to work on Sunday. Simple as that. Thank you. Vielen Dank an Jussi Torres. Ich darf für Sie zu Hause noch kurz zusammenfassen. Er sagt natürlich Glückwunsch an die Gastmannschaft, an den ESV Kaufbeuren. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, sagt Jussi Torres. Aus seiner Sicht waren die Special Teams heute okay. Die Quoten, sagt er, sind in Ordnung, aber ja, es kam ein bisschen unglücklich zusammen beim Gegentreffer vom Schläger von Tobias Lindberg und sagte der Führungstreffer dann am Ende vom Stick von Vincent Saponari. Ja, der Schiedsrichter hat das Spiel abgepfiffen vor dieser Videobeweisszene, die hätte das 3:1 der Eispiraten bringen können. Aber er sagte, das ist alles jetzt vorbei und er muss mit seinem Team an die Arbeit gehen und das wird dann am Sonntag das nächste Spiel in Rosenheim sein. Soweit die Aussagen der beiden Trainer. Gibt es Fragen seitens der anwesenden Pressevertreter? Frage geht an Jussi Torres zur Förderlizenzsituation. 4 Spieler ja heute von den Fischbauern und Pinguins im Lineup der Eispiraten gewesen und wie es am Sonntag dahingehend weitergeht. So, Jussi, question to you about 4 guys from Bremerhaven or in the lineup today. So,
yeah, what's the future for him on Sunday? So, like, these guys have to go backwards or maybe they're playing here. Yeah, first of all, thanks to Schulze and Bremerhaven to give us the chance to play those guys. We're struggling with some big injuries here, so we needed help. For us, they're not our players, so they're Bremerhaven players, so Schulze can comment on those guys then. Thank you. Also Jussi Thors sagte zunächst erstmal vielen Dank an Bremerhaven, den Förderlizenzpartner, dass diese Spieler hier zum Einsatz kommen. Die Eispiraten haben Verletzungsprobleme und deswegen ist es gut, dass man diese Unterstützung hat. Aber er sagt, es sind natürlich nicht die Spieler der Eispiraten und die Entscheidung, die fällt nicht unbedingt in Grimmitschau, je nachdem, wie die Fischtown Pinguins die Spieler benötigen. Und dann wird man sehen, welche am Sonntag gegebenenfalls eben noch aushelfen können. Weitere Fragen an die Coaches gibt es nicht. Für Sie zu Hause, liebe Zuschauer, ist das Ganze verbunden. Nämlich mit der Einladung zum nächsten Heimspiel der Eispiraten Grimmitschau. Kommenden Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr, Sachsen-Derby steht dann an gegen die Lausitzer Füchse. Unseren Gästen, Herrn Jun in ihrer Mannschaft, viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Gute und sichere Heimreise nach Kaufbeuren. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Freitag, tschüss und ciao aus Grimmitschau.